Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Nitronic Rush, wie man hier oben schön lesen kann. Es ist ein Autospiel, ein komisches Autospiel, ein gutes Autospiel, würde ich sagen. Wir spielen aber mal das Tutorial. Ich habe gerade schon eine Folge Vector aufgenommen, die ging so um die 16 Minuten. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass ich schreib's einfach mal nicht am Laufen hatte. Also ich habe zwar eigentlich Aufnahme gedrückt und so weiter und so fort, aber naja. Okay, ist halt so. Das heißt, ich nehme jetzt gerade wieder auf. Das heißt, die Folge wird definitiv heute zu spät kommen. Außer sie würde jetzt ein bisschen kürzer werden, was wahrscheinlich auch so sein wird, weil, naja. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viele verschiedene Sachen. Wir sind ein Auto, was ziemlich schnell fahren kann. Es soll höchstwahrscheinlich in der Zukunft spielen. Wir haben eigentlich nur die Aufgabe, so ein bisschen was zu machen von wegen Challenges abfahren und so. Wir sind gerade ziemlich gut dabei. Diese blauen Teile, die man gerade gesehen hat, sind oh Gott, sind Checkpoints. Das hört man auch immer. Hier, wenn wir hier zum Beispiel durchfahren. Genau, und das sieht man sogar. Leertaste können wir springen. Wir können nur mit den Pfeiltasten fahren. Und mit WASD können wir das Auto lenken. Zum Beispiel hier hinten, vorne, links, rechts. Also, wenn wir. Alter, okay. Es gibt halt immer so ein paar verschiedene Wege. Also wir können zum Beispiel auch fliegen. Das geht mit F. Und zwar hiermit. Unten sieht man auch. Oh Gott. Wir halten aber auch ziemlich viel aus. Unten sieht man aber auch unten rechts unter der MPH, also Meilenanzeige, wie schnell wir fahren so, sieht man schon, wann wir überhitzen. Denn jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade, ja okay, haben wir gerade immer noch einen Checkpoint, wird das refreshed. Oh, ja, da habe ich gerade diese A-Taste gedrückt. Genau, auch für Stunts kriegen wir immer Punkte und so. Ist ja ziemlich lustig. Und ja. Zu der Steuerung, denke ich mal, gibt's jetzt gerade nicht wirklich viel zu sagen noch. Das hier war jetzt so ziemlich das Tutorial. Mit Springen und allem drum und dran. Und wir sind kein einziges Mal gestorben. Das ist auch ziemlich gut. Wie schon gesagt, unten rechts sieht man die Anzeige. Ja, das können wir überspringen. Unten rechts sieht man die Anzeige. Also unter MPH sieht man die Anzeige, wie doll wir überhitzt sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Nitro mache, was ich auch machen kann. Stimmt, das habe ich vergessen. Denn überhitzt das Auto ziemlich schnell, und wenn wir zu doll überhitzt sind, dann könnte es explodieren, oder wenn wir gerade währenddessen fliegen, dann fallen einfach die Flügel aus, und das ist dann natürlich manchmal ein bisschen scheiße. Es gibt zum Beispiel auch Level, sind die Flügel einfach deaktiviert, das heißt, wir können nicht fliegen, und deswegen wird es natürlich umso schwerer. Deswegen heißen die Challenges auch Hardcore-Challenges. Aber naja, wir können auch an der Wand fahren und über Kopf und eigentlich alles, wenn wir denn schnell genug sind. Ist, naja. Eigentlich ziemlich cool. Und im Moment sind jetzt noch nicht so, also das hier sind so eher die einfachen Level. Die habe ich schon alle mal, oder was heißt alle? Davon habe ich schon so ein paar, einmal kurz reingeguckt nur. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Spiel, weil es ist ziemlich cool. So, hier fliegen wir wieder. Wir könnten den oberen oder den unteren nehmen. Machen wir mal wieder ein bisschen Nitro. Und jedes Mal, wenn wir durch einen Checkpoint fahren, haben wir wieder unendlich viel, also haben wir wieder. Ist wieder das mit dem Überhitzen auf 0. Das heißt, ja, hat man zum Beispiel gerade vielleicht unten gesehen, wenn man hingeguckt hat. Wenn nicht, einmal zurückspulen. Warte, nochmal hier. So, und wieder auf 0. Alter. Wir können auch runterfallen und dadurch mit explodieren. Das wäre jetzt nicht ganz so praktisch. Im Moment sind wir, glaube ich, noch gar nicht gestorben. Und davon ist schon wieder der nächste Checkpoint. Im Moment noch einigermaßen einfach, aber. Ja, F nicht, sondern T. V für 5 und D für the 5 Eagle. Dann gehen wir mal auf Continue. Mit der Maus kann man gar nichts machen, oder muss man gar nichts machen. Ja, okay, man kann halt eben nicht. Und sonst gibt es eigentlich nicht ganz so viel dazu zu sagen. Fuck. So, wir wollen jetzt natürlich wieder die obere Spur haben. Da oben sieht man schon, hier kann man ziemlich hoch fahren. Und das ist eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt, ziemlich geil. Die Bahn sind wir jetzt allerdings gerade nicht gefahren. Das ist allerdings auch schon wieder ein bisschen länger her, als ich da reingeguckt habe in das Spiel. Wir könnten rein theoretisch auch die ganze Zeit fliegen, aber irgendwann halt, wie schon gesagt, fallen halt unsere Flügel aus. Und wenn wir irgendwo zu schnell gegenfahren, was ziemlich oft passieren könnte, weil wir mega schnell sind. Ich meine, unten ist ja keine kmh-Anzeige, sondern mph, und das ist schon einiges mehr als kmh. Kann man auch ausrechnen und so.
Und dadurch explodieren wir halt. Und unten, wenn wir runterfallen zum Beispiel, explodieren wir auch. Und das wäre halt auch nicht so gut. Jetzt gerade haben wir wieder so. Alter, Mensch. Jetzt ist das auch in Zeitlupe oder was? Ja, darf eigentlich nicht. Ah ja, und in dem Vektorspiel, was ich ja vorhin aufgenommen habe, hat man gesehen. Oh. Ja. Hat man gesehen, dass. Also da ging es komischerweise ohne Ruckeln, also ohne dass es laggt. Und dann habe ich. Das kam mir schon so ein bisschen komisch vor, warum das auf einmal anscheinend geht. Jetzt läuft das ja auch wieder ein bisschen flüssiger. Und dann ist mir am Ende aufgefallen, ups, ich habe ja gar nicht aufgenommen. Deswegen lief es auch so komplett ohne. Und das hätte ich mir eigentlich schon von Anfang an bewusst sein sollen. Aber naja, kann man halt manchmal baut man halt Scheiße. Ja, so wie das. Jupp. Million, ja. Hier können wir rüberspringen, dann wenn wir dagegen fahren, explodieren wir auch schon, weil wir halt schon mega schnell sind, auch wenn man das jetzt gerade nicht so unbedingt sieht, aber. So kann man zum Beispiel hier auch an der Wand fahren und die Perspektive ändert sich mit. Das finde ich ziemlich cool. Das gibt es auch in diversen anderen Spielen. Oh, Leute. Und sowas mag ich halt richtig, weil dadurch wird das halt eben noch ein bisschen vereinfacht, dieses an der Wand fahren. T5D heißen wir immer noch, ja, das stimmt. Und wir wollen gerne weitermachen. So wie ich sehe, sind wir jetzt ungefähr bei 6 Minuten. Und mit dem Intro könnte es ein bisschen länger werden. Ja, eventuell, also ist halt, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn die Folgen kürzer sind, kommen sie rechtzeitiger. Wenn die Folgen länger sind, könnte es sein, dass sie mal verspätet kommen. Normalerweise sollten sie so 15 Minuten gehen, aber naja, es kommt halt immer drauf an. So, hier können wir jetzt zum Beispiel auch ruckel, ruckel. Genau in den coolsten Stellen ruckelt das natürlich. Oh Gott. Aber allgemein hält das Auto auch schon ziemlich viel aus. Einfach so. Aber warum ruckelt das denn jetzt gerade? Was passiert denn hier gerade alles? Alter. Ja. Okay, jetzt sind wir eine Spur runter. Das ist aber immer noch. Ja, okay, jetzt geht's wieder. So, da vorne sind auch so komische Kreissägen, die uns töten könnten. Wenn wir nicht vorsichtig genug wären, jetzt. Gerade muss ich uns mal kurz damit helfen. Und wir haben das genau überlegt. Hier warten wir mal ganz kurz. Im Moment kommen, also im Moment ist es noch nicht ganz so schwer, aber am Ende kommen ziemlich viele schwere Hindernisse, die man überwältigen muss. Und es gibt natürlich ziemlich viele Spielmodis, auch wenn man hier nicht wirklich davon reden kann. Aber ja. So. Oh Gott. Ich will nicht so lange fliegen. Ja, da hat man es auch schon gerade so leicht gehört. Und da sind wir tot. Das erste Mal gestorben. Das passiert zum Beispiel. Ja, diese Kreissägen sind ziemlich heftig und brutal. So, okay. Da müssen wir halt so ein bisschen aufpassen. Aber eigentlich soll man hier auch immer mit Vollgas durchfahren. Ja, damit sowas passiert. Und wir sind tot. Im Übrigen finde ich das auch cool, dass ziemlich viele Sprüche, dass es ziemlich viele Sprüche gibt. Alter, okay. Mal wieder. Die oben links eingeblendet sind oder wo auch immer. Alter. Ja. Komischerweise ruckt das jetzt gerade wieder. Ich weiß nicht warum, aber. Das heißt ruckeln. Das ist wieder so. Scheiße halt. Obwohl, wenn ich gerade so gucke. So. Hier gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr Gas. So, jetzt geht's zum Beispiel wieder, aber ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall, bis jetzt die Spiele, die wir alle hatten, bis auf, ja okay, Vektor. Das habe ich halt in der Folge gesagt, die ich nicht aufgenommen habe und ich bin tot. Vektor ist halt ziemlich einseitig, halt einfach nur springen. Das hat man da gemerkt, wo wir versucht haben, alle 3 Sterne zu kriegen. Aber, naja, sonst war es ja eigentlich ziemlich cool, aber wenn man echt so ein Perfektionist ist und unbedingt überall, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich Perfektionist bin, dann bin ich zum Glück nicht, weil sonst wäre mein Leben um einiges komplizierter. So, dann müsste man halt überall 3 Sterne haben und das wäre halt ziemlich schwer, weil manchmal kommt man auch an sowas vielleicht gar nicht ran, an die ganzen Sterne. Oh, lol, 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 lol. Wieder ein bisschen fliegen und Zeitlupe haben. Wieder ein bisschen.
die Wärme ausreizen und nach vorne in den Checkpoint fahren. Da explodieren wir auch schon wieder fast, aber auch nur fast. So, jetzt seht ihr das auch mal wieder in Zeitlupe. Sind Zeitlupenspiele nicht einfach der. Ja doch. Sind das nicht schöne Spiele? Nicht. Alter, ganz im Ernst, ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Liegt das vielleicht daran, dass hier im Hintergrund ziemlich viel passiert oder. Warte mal. Optionen. Lass ich mal lieber alles so. Hulk einmal kurz ausgeruht und schon geht's wieder. Wir fahren jetzt rechts dran vorbei. Laserstrahlen gibt es auch, wenn es nicht so ruckeln würde. Alter, jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob wir. Okay, wir leben. Ja, kurz mal eben. Alter, ganz im Ernst! Boah, Aufnahmen können echt sehr, sehr viel versauen. Mir ist auch aufgefallen, dass man allgemein in Aufnahmen, wenn man zum Beispiel aufnimmt, ist man allgemein immer schlechter. Das ist natürlich ziemlich scheiße, weil man eben ziemlich gute Sachen zeigen möchte. Aber wenn man natürlich selbst so scheiße ist, dann ist natürlich auch ein bisschen blöd. So, können wir jetzt mit Vollgas durchrushen. Denn hier haben wir schon wieder einen Checkpoint. Wir können, glaube ich, bis zu 300 mph schnell werden. Und das ist schon einiges. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das war die falsche Taste. Mit T können wir uns auch selbst eliminieren. Ich weiß allerdings nicht, wofür das ungefähr so zu brauchen ist. Außer vielleicht, du steckst irgendwo fest, was durchaus auch schon mal sein kann. Alter. Könnte das jetzt mal irgendwie aufhören, so? So. Allgemein das mit denen an der Decke fahren und so alles, das könnte eventuell noch ziemlich lustig werden. Jetzt zum Beispiel, lol. Jetzt zum Beispiel könnte es wieder, jetzt geht es zum Beispiel gerade wieder, aber, oh Gott. Okay, Checkpoint. Und davon ist noch einer. Oh. Umweg fahren. Ich hab erstmal voll dagegen crashen. Komm schon, wir haben es gleich geschafft. Ja, hier. Am Ende passiert meistens sowas, dass hier irgendwie mal irgendwas reinkommt. Ja, sowas. Das ist ja noch gar nicht das Ende. What the fuck? Hä? Ist es gerade irgendwie irgendwas falsch oder so? Oder? Ja, mir habe ich das Gefühl, dass. Dadurch würde ich einfach mal so sagen. Alter. Ja, ruckel ruhig noch ein bisschen. Gerade jetzt ist ja alles vollkommen okay. Ah, da unten. Da fliegen wir jetzt nämlich ins Ziel. Ja, Mann. New High Score, alles klar. Und erster Platz, okay. Ich glaube, ein Level geht noch. So wie zum Thema eigenen. Okay. Alter, ganz im Ernst. Ja, Alter. Also normalerweise ruckelt das nicht, allerdings kommt es natürlich jetzt wieder durch die Aufnahme. Hier kann man zum Beispiel auch gut sehen, dass man an der Wand fahren kann, einfach mal so. Oder über Kopf. Was auch immer man möchte. Das Lustige ist, wenn man gerade sich selbst dabei eventuell beobachtet hat, merkt man, dass man. Alter, könnte das jetzt mal aufhören? Merkt man, dass man den Kopf selbst weggedreht hat. Das ist, obwohl das schon so extra gedreht wurde. Ich glaube, das hier sind so welche, die machen unser Nitro und sowas alles wieder. Ja. Also sind wir gerade an der Wand gefahren. Oder wir haben es versucht. Müssen wir jetzt schnell wieder durch. Das hier sind Minen. Hier können wir jetzt schneller. Um hier wieder zu fliegen. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Wand. Alter. Jupp, ist ja zum Glück nicht schwer gerade. Hoch und runter. Und jetzt haben wir wieder eine Wand. Ganz erstmal. Unmöglich. Es ruckelt wieder. Ich habe keine Ahnung warum. Also eigentlich müsste alles okay sein, aber. Auch scheißegal. Hier sind wir gerade mal eben kurz durch den Laser geflogen, weil wir es ja können. Alter, nicht mal steuern ist möglich. Okay. Also so, das hier, das hier, das hier, das hier.
Ja, jetzt haben wir das Teil natürlich nicht gekriegt, weil es gerade vom Ruckeln wieder entruckelt wurde. Und wir sind schon wieder so ein bisschen über der Zeit, glaube ich. Ja. Ich meine, warum auch nicht? Lass einfach mal dagegen fliegen, weil wir es können. Okay, jetzt machen wir es aber, weil es nicht so da ruckelt. Okay, alles klar. Oben sieht man auch die Minen. Die sind nicht unbedingt gut. Alter. Okay, da habe ich schon eine bessere Idee. Wir springen einfach und benutzen mal kurz so die Flügel. Ich meine, wir können es ja. Alter. Selbst jetzt wird es gerade scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich sterben könnten. Alter, wie die alle über uns rüberrollen so. Back here. Alter. Ja, jetzt fahr doch nicht genau da rein. Alter. Oh, okay. Okay. So, jetzt machen wir erstmal ganz geschmeidig und gemütlich. Okay, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ja. Locker, okay. Okay, kurz davor also. Mine! Gas geben. Hochspringen, so, so. LOL! Wo kam das Teil gerade? Schneller, 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 schneller. Checkpoint! Jetzt müssen wir rein theoretisch, glaube ich, wieder sterben, um. Ja. Um einigermaßen, glaube ich, wieder. Nein. Ist trotzdem nichts. Einmal mal weiter ruckeln. Ich meine, wir brauchen FPS. Ist ja nicht so, dass die irgendwie wichtig sind oder so. Guck. Was ist das da hinten denn? Lol. Sind wir schneller als das Teil? Sind wir schneller als das Teil? Nein, sind wir nicht. Finish! New High Score. Okay, gut. Dann würde ich sagen, was ist das für heute? Und dann geht's wahrscheinlich morgen damit weiter, denn da kommt noch einiges an Leveln. Okay, gut. Dann tschüss.